Ja, heute werden wir über das Thema reden, Gravelbike als Rennrad, Gravelbike nur für den Straßeneinsatz, ja, nein, vielleicht, was muss man dabei beachten, was habe ich vielleicht noch für Tipps für euch und was kann man vielleicht upgraden, damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert. Dann lasst vor allem auch ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Mir ist aufgefallen, dass viele, die Videos regelmäßig schauen, den Kanal gar nicht abonniert haben. Ja, da sehen wir jetzt mal mein Gravelbike und irgendwie so ähnlich wird es bei euch auch ausschauen. Also zwei wesentliche Unterschiede zum Rennrad haben wir da schon. Gehen wir jetzt erstmal auf die Reifen ein. Das ist so mit der wichtigste Unterschied. Ihr seht es hier schon, 45 mm der WTB Riddler. Extra fürs Gelände, macht euer Fahrrad zum halben Mountainbike, können wir gerne auch nochmal ein eigenes Video dazu machen vielleicht. Mag den Reifen eigentlich recht gerne, weil er auch so relativ wild aussieht, aber gerade 45 mm oder auch 40 eigentlich auch schon, fährt man halt mit recht wenig Druck und dadurch seid ihr auf der Straße dann doch ziemlich langsam. Ja, deswegen wäre auch mein erster Tipp, ihr braucht einfach andere Mäntel, teuren Laufradsatz. Nicht unbedingt, wenn wir gleich nochmal drauf eingehen, warum die Originalen, die ihr drauf habt, wahrscheinlich eh schon sehr gut, wenn nicht sogar besser sind als die vom Rennrad. Aber jetzt kommen wir mal kurz zum Mantel. Aus meiner Sicht generell so das beste Upgrade, was ihr eurem Gravelbike spendieren könnt. Und was wir jetzt hier sehen, ist mein alter Laufradsatz, der original bei Nuro dabei war, zusammen mit dem GP 5000 von Continental, also richtiger Rennradmantel. Und der passt da ohne weiteres auf die originale Felge und auch auf so gut wie jede andere Gravelfelge. Es gibt welche, die sind sehr breit. Da muss man dann vielleicht aufpassen. Generell würde ich aber sagen, nehmt es ruhig, einen 30 bis 32 mm Reifen, der passt erstens auf jeden Fall und zum anderen habt ihr dann auch noch ein bisschen mehr Komfort bei schlechten Straßen oder falls ihr dann doch mal in Schotter wollt, dann seid ihr nicht ganz so an die Straßen gebunden wie jetzt vom Rennrad. Also wie gesagt, hier originalen Laufradsatz, benutzt den ruhig weiter und dann eben hier unbedingt einen schmaleren Mantel drauf, so wie hier. Und man sieht da auch ganz gut, dass hier der Übergang zwischen Mantel und Felge eigentlich sehr gerade ist, das heißt aerodynamisch. Und nicht so ballonartig, wie das bei den breiten Mänteln zum Beispiel der Fall ist. Ich hoffe, man sieht es hier einigermaßen, aber da sieht man richtig, dass hier so die, Felge hochgeht und dann, weil der Mantel halt so breit ist, das so sich nach außen hin ausstellt. Ist nicht so komfortabel dann, wenn ihr schmale Reifen fahrt und vor allem ist es eben auch nicht aerodynamisch. Klar, das kann einem jetzt sowieso egal sein, gerade wenn man mit dem Gravelbike unterwegs ist. Wir haben jetzt hier mein Rennrad stehen und da haben wir eine normale Rennradfelge von DT Swiss. Die ist etwas schmäler und dadurch haben wir hier auch so leicht diesen Ballon-Effekt. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass ihr da sogar einen aerodynamischen Vorteil durch die etwas breitere Gravelfelge habt, dann auch, wenn ihr nur auf Asphalt fahrt. Ja, ich habe jetzt hier übrigens am Rennrad den Panda Racer Gravel King hier. Eigentlich ein bisschen komisch jetzt die Kombination, aber der hat auch 28 mm, den wollte ich euch nur zeigen, weil der gerade von der Optik vielleicht ein bisschen besser zum Gravelbike passt als der GP 5000. Könnt ihr aber beide nehmen. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar nochmal den GP nehmen, aber der funktioniert auch gut. Ihr seht schon, der hat hier so eine ganz leichte eine Textur oben. Ja, wir sehen jetzt hier rechts, dass man doch so ein ganz leichtes Profil hat, wie viel das wirklich ausmacht. Und hier beim GP 5000 eben einfach eine ebene Fläche. Man sieht hier schon, dass ich den Reifen viel gefahren bin. Man hat eben nur diese Einkerbungen an der Seite. Ich glaube, die sind so ganz bisschen für Regen da, wie viel die wirklich ausmachen. Ich glaube, nicht allzu viel. Also die beiden würde ich mir mal anschauen. Wie gesagt, meine Empfehlung, lieber ein bisschen breiter nehmen, ein bisschen weniger Druck fahren, schnell unterwegs sein und dann auch mal den einen oder anderen Gravelweg unbedingt mitnehmen. Beide sind in der Beschreibung verlinkt. Hier kommen wir jetzt zum zweiten großen Punkt, den ich auch erst so richtig realisiert habe, als ich schon mit dem Rennrad jetzt angefangen habe. Er hätte mich, glaube ich, so nie gestört, aber jetzt, wo ich den Unterschied kenne, muss ich schon sagen, es macht wirklich was aus. Und zwar Gravelbikes mit nur einem Kettenblatt vorne, also vorne ein Kettenblatt, hinten eben die Kassette, jetzt bei mir zum Beispiel 11 Ritzel, im Vergleich zu einer Ultegra oder 105 oder SRAM, was auch immer, Rennradschaltung, wo man vorne eben zwei Kettenblätter hat, hat einfach den Unterschied, man hat praktisch doppelt so viele Gänge, die Ritzel hinten, die Kassette ist feiner abgestuft und man kann eben feiner seinen Gang auswählen und das ist eigentlich vor allem dann ein Vorteil, wenn es etwas schneller dahin geht, also gerade bergab oder vor allem dann ja, ab 30 km/h aufwärts oder auch in der Gruppe. Wenn man dann mal schneller fährt, kann man einfach deutlich feiner seine Trittfrequenz irgendwie abstimmen und ich finde, da fühlt sich das Fahren irgendwie viel flüssiger an und deswegen würde ich mittlerweile beim Rennradfahren auch auf die zwei Kettenblätter auf keinen Fall verzichten wollen. Hab's aber gerade extra dazu gesagt, dass mich das früher nicht gestört hat. Ich bin wunderbar auch mit dem einen Kettenblatt ausgekommen und wenn ihr jetzt nicht gerade vorhabt, da in der ärgsten Rennradgruppe irgendwie 40, 45 im Windschatten und so mitzufahren, dann reicht euch das eine Kettenblatt auch wunderbar und da würde ich mich gar nicht abhalten lassen. Wenn ihr also schon wisst, dass ihr mit einem Gravelbike aus welchem Grund
und auch immer dann vielleicht mal bei einer Rennradgruppe irgendwie mitfahren wollt, auch ein bisschen flotter, dann würde ich euch auf jeden Fall zum Gravelbike mit zwei Kettenblättern raten. Ich muss aber dazu sagen, für mich persönlich macht es keinen riesen Unterschied, ob ich ein oder zwei Kettenblätter habe am Gravelbike, und ich finde es auch irgendwie ziemlich cool mit nur einem. Sieht irgendwie ein bisschen puristischer aus, der Umwerfer stört ja auch ein bisschen und so ist es einfach cleaner. Also nur weil ich jetzt sage, ist es vielleicht zum Rennradfahren ein bisschen besser, heißt es nicht, dass es generell jetzt Gravelbikes mit zwei Kettenblättern besser sind. Ich wollte es einfach nur dazu sagen, weil das einfach was ist, was man schon den Unterschied merkt, aber ihr könnt natürlich trotzdem gut auf Asphalt damit fahren und das ist eigentlich kein großes Problem. Ja, vielleicht weil es ganz gut zum Thema passt und viele haben mich das auch schon gefragt, warum habe ich mir jetzt überhaupt dann noch ein Rennrad gekauft? Bei mir ist es so, dass ich relativ viel fahre. Ich schaue schon, dass ich jedes Jahr jetzt so um die 10.000 Kilometer mindestens zusammenbekomme, einmal weil es mir so viel Spaß macht. Und ich finde, da ist es eigentlich fast sogar besser, wenn man mehrere Räder hat. Dann kann man so ein bisschen abwechseln, gerade wenn eins mal in der Werkstatt ist oder einen Defekt hat. Dann nervt es einfach nur und dann ist es besser, man kann aufs andere steigen. Und ich habe halt irgendwie schon gemerkt, dass ich es auf der Straße fahren irgendwie auch cool finde. Ich muss schon sagen, ich bin jetzt kein Rennradfahrer, der wahnsinnig viel Erfahrung hat, überhaupt gar nicht. Da gibt es ja viele Jungs und Mädels, die schon seit Jahren da irgendwie aktiv sind und so, wirklich großen Respekt. Die haben da vielleicht auch eine andere Meinung dazu, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich auch interessieren, wie ihr das macht. Habt ihr andere Mäntel? Fahrt ihr auch viel nur auf Asphalt mit eurem Gravelbike? Oder seid ihr vielleicht Rennradfahrer, die Graveln total doof finden? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich habe mir das eigentlich eher so zum Spaß ein bisschen zur Abwechslung gekauft, auch weil ich ein bisschen für euch so den Unterschied wissen wollte, damit ich auch besser sagen kann, wie sich was anfühlt und so weiter. Hat sich ja jetzt eh schon bezahlt gemacht, die Investition vor kurzem beim Racer und Austria, da habe ich es auch sehr gut benutzen können. Jetzt aber mal so als Fazit, also lohnt sich so ein Gravelbike umzubauen, schmälere Mäntel drauf zu machen. Einerseits auf jeden Fall, ihr kriegt mal so ein Gefühl dafür, wie ist es so mit 5, 6, 7, 8 Bar überhaupt zu fahren? Ist es überhaupt was für euch? Findet ihr es super geil oder eher nervig? Andererseits, man nimmt sich dann auch natürlich die Möglichkeit, mal ein bisschen einen uneberen Waldweg oder sowas zu fahren oder halt normal zu graveln. Deswegen nicht perfekt. Es ist beim Gravelbike immer so ein Kompromiss. Es kommt eben immer darauf an, was man damit vorhat. Vor allem, wenn ihr richtig viel fahrt, kann es sowieso sich lohnen, das alles so ein bisschen auf mehrere Räder aufzuteilen und dann halt je nachdem, was ihr wirklich vorhabt, Gruppenausfahrt oder so, dann das Rennrad zu nehmen. Ich glaube, das zweite Rad kauft man sich dann ja sowieso nur dann, wenn man es wirklich exzessiv betreibt und wenn man so richtig Spaß dran hat. Und ich meine, oft ist sowas ja auch nicht eine Vernunftentscheidung. Ich meine, theoretisch gibt es ja das auch schon ab irgendwie 1000 Euro oder so aus Aluminium. Also sowas kann man natürlich alles machen oder halt gebraucht, auch gerade mit Felgenbremse gibt es tolle Fahrräder auf dem Markt. So ist es nicht. Und ansonsten ja, wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr.